Also ich habe in den letzten 8 Jahren ungefähr habe ich im Rahmen meiner Doktorarbeit auch zusammen mit dem großen Sportartikelhersteller Adidas mehrere digitale Systeme entwickelt. Ich bin ursprünglich Wirtschaftsinformatiker und ich habe mich schon immer für Kundenzentrierung und Consumer Experience Management interessiert. Und letztendlich ging es bei mir darum, herauszufinden, wie ich denn insbesondere die junge Zielgruppe durch Einsatz von Innovationen, technologischer Art, wie ich die wieder in den physischen Laden reinbringen kann. Und dadurch eben auch diese Kombination von Online und Offline, das heißt Online-Informationen aufgreifen, wie beispielsweise Produktbewertungen, die offline anzuzeigen oder Offline-Produkte-Rezensionen abzugeben und die online anzuzeigen. Und das ist beispielsweise entstanden interaktives Schaufenster, ein Bodyscanner, ein interaktiver Outfitberater, ein Social-Media-Spiegel und eine interaktive Umkleidekabine. Und es gab mehrere Systeme, die sehr gut angekommen sind, aber am besten war es eigentlich die interaktive Umkleidekabine. Da muss man sich so vorstellen, das System erkennt über RFID-Tags automatisch, mit welchem Produkt die Kunden sozusagen in die Umkleidekabine reintreten und erzeugt dann um den Kunden herum an allen Wänden bis auf die Tür ein interaktives Erlebnis. Also beispielsweise fühle ich mich, als würde ich auf dem Berg stehen, wenn ich mit einer Outdoorjacke in die Umkleidekabine gehe und habe dann die Möglichkeit, über eine ja, berührungsempfindliche Oberfläche auch mit dem System zu interagieren und mich zusätzlich zu informieren. Und das System ist tatsächlich auch zumindest bei den potenziellen Endkunden am besten angekommen. Also das große Problem bei allem, was sich mit Consumer Experience beschäftigt, ist ja meistens, dass die Auswirkungen relativ langfristig sind. Also ich habe relativ selten irgendwie die Möglichkeit, direkt mehr Umsatz zu generieren. Aber was ich auch im Rahmen meiner Forschung herausgefunden habe, war, dass sich der wahrgenommene Produktwert der Produkte erhöht. Das heißt, ich hatte ein Experiment, ich habe potenzielle Kunden mit einem Produkt in die Umkleidekabine reingeschickt, in die interaktive, und habe sie danach bewerten lassen, was denkst du, was wäre dir dieses Produkt wert? Und das Gleiche habe ich gemacht mit Leuten, die das eben nicht gemacht haben. Also denen habe ich nur das Produkt gezeigt, aber ohne der interaktiven Umkleidekabine. Und in dem Beispiel hat sich herausgestellt, dass die Leute den Wert des Produkts auch tatsächlich um knapp 20% höher einschätzen. Und das ist natürlich auch so ein kleines Zugpferd, was man nutzen kann, um, sagen wir mal, dem Kunden entweder für den gleichen Preis ein besseres Gesamtpaket im Sinne von einem Erlebnis zu bieten, also nicht mehr nur das Produkt, sondern Produkt plus Erlebnis, was heutzutage sehr wichtig ist. Oder ich habe auch die Möglichkeit, letztendlich so ein Preispremium mit abzugreifen, weil die Kunden sich dann natürlich auch irgendwie individueller behandelt fühlen und dann auch entsprechend bereit sind, ein kleines bisschen mehr zu zahlen für ein Produkt. Es ist so, dass wir herausgefunden haben, beispielsweise durch das Feedback auf Social Media oder auch Gesprächen mit Besuchern oder Kunden im Laden, dass viele der Besucher, die eben in den Laden gekommen sind, deswegen da waren, weil sie die Technologie sehen wollten. Nicht jetzt unbedingt, weil sie ein Produkt kaufen wollten, sondern nur, weil sie online oder von Freunden von einer bestimmten Technologie gehört haben und wollten es einfach selber mal ausprobieren. Und durch die Analysen, durch die wissenschaftlichen Analysen der einzelnen Systeme, die wir entwickelt haben, haben wir auch herausgefunden, dass es besonders die Frauen waren. Und auch ganz interessant, es waren meistens nicht nur eine Person, die mit dem System interagiert hat, sondern meistens Personengruppen. Und das war bei Frauen viel häufiger der Fall als bei Männern. Männer sind meistens so entweder allein oder vielleicht mal zu zweit. Aber bei Frauen war es so, die waren teilweise zu fünft oder zu sechst in der einen Umkleidekabine und hatten da Spaß drin. Und das ist für mich auch so ein Punkt, der im normalen Handel heutzutage einfach komplett vernachlässigt wird. Also teilweise heißt es dann nur eine Person pro Umkleidekabine, kompletter falsche Vorgehensweise. Na? Eigentlich müsste ich das sozusagen sogar fördern, wenn die Leute da Spaß dran haben und darf es den Kunden nicht verbieten. Und da hat sich eben herausgestellt, dass auch tatsächlich sich der Traffic im Laden erhöht hat, nur durch die Tatsache, dass eben Technologie da war. Und das führt dann möglicherweise auch zu einem Kauf von zu ungeplanten Käufen. Ich denke, eine ganz starke Vision für die Zukunft ist tatsächlich die Kombination von dieser Erlebniskomponente auch viel stärker mit dem Produkt. Eins der Beispiele war ja der Bodyscanner, den wir mitentwickelt haben. Der bietet natürlich beispielsweise die Möglichkeit, dass ich im Laden beispielsweise meinen Körper vermessen lasse und dann über einen nachgeschalteten Prozess dann auch entsprechend eine maßkonfektionierte Kleidung bekommen, die eben nicht nur, wie es heutzutage größtenteils der Fall ist, auf Basis von Design
an meine Bedürfnisse angepasst ist, sondern dann auch eben entsprechend der Passform. Also letztendlich geht es, glaube ich, wieder so ein bisschen zurück in die 1920er, wo jeder tatsächlich nicht von der Stange gekauft hat, sondern maßgefertigte Kleidung. Und wenn ich das alles mit einem entsprechenden Erlebnis verbinden kann, ich denke, das ist die Zukunft.